Diesen weißen Kleinlaster nahm der Täter, um gegen 3 Uhr Ortszeit über einen vielgenutzten Fuß- und Fahrradweg zu fahren. Mit hohem Tempo erfasste er dort im Süden Manhattans mehrere Menschen. Er stand ganz klar auf dem Fahrradweg. Ich habe 2 Männer dort liegen gesehen mit Reifenspuren auf dem Körper. Es war klar, dass sie nicht mehr unter uns waren. Der weiße Mietwagen raste weiter und rammte einen Schulbus. Daraufhin stieg der Fahrer aus und zog Schusswaffen, die sich später als Luftpistole und Paintballwaffe herausstellten. Er wurde von der Polizei mit einem Bauchschuss gestoppt und verhaftet. Der Täter befindet sich derzeit im Krankenhaus. Die Polizei spricht von mehreren Toten und mindestens einem Dutzend Verletzten. Nach unseren derzeitigen Informationen handelt es sich um einen terroristischen Akt, und zwar um einen besonders feigen Terroranschlag, der auf unschuldige Zivilisten zielte. Beim Aussteigen soll der 29-jährige Fahrer Allahu Akbar gerufen haben, weswegen die Beamten von einem terroristischen Hintergrund ausgehen. Die Polizei spricht von einem Einzeltäter. Dennoch will sie am heutigen Halloween-Abend und in den nächsten Tagen mit großer Präsenz vor Ort sein. Präsident Trump sprach auf Twitter von einer, Zitat, weiteren kranken und geistig verwirrten Person und versprach Klärung. Die Bundespolizeibehörde FBI hat sich in die Ermittlungen eingeschaltet.